nur noch schnell weg. Bayern München und Pep Guardiola haben die erste Niederlage der Saison kassiert. Im Champions League-Gruppenspiel beim FC Arsenal um Weltmeister Per Mertesacker unterlag der deutsche Rekordmeister 0:2. Welttorwart Manuel Neuer hatte die Bayern zunächst mit Weltklasse-Paraden vor dem Rückstand bewahrt, doch in der 77. Minute segelte er unter einer Freistoßflanke hindurch. Ein fataler Patzer. Ich denke, ich habe durch meinen Fehler die Niederlage eingeleitet. Ist bitter gewesen natürlich, dass Arsenal dann in Führung geht. Und wir haben, glaube ich, im Spielverlauf auch genug Torchancen gehabt, um in Führung zu gehen. Und wenn wir, glaube ich, das 1-0 machen, dann gehen wir mindestens nicht als Verlierer vom Platz. Bereits als der sichere Verlierer sah Bayer Leverkusen in einem verrückten Heimspiel gegen den AS Rom aus. Die Werkself führte zunächst früh durch zwei Treffer von Javier Hernandez, lag dann jedoch 2:4 hinten und rettete erst mit einem späten Doppelschlag noch ein 4:4. Kein Spiel für schwache Nerven. Ich habe gerade mit meinem Kollegen gesprochen vom AS Rom, der war auch kurz vorm Kollaps, wie das dann bei solchen Spielen ist, weil wir hätten ja fast dann noch das 5. Tor erzielt. Aber ich glaube, auch so sind wir nach dem Spielverlauf, wie dann die Dramaturgie das wollte, sind wir ja so fast sagen, so ein kleiner moralischer Sieger. Wenn du dann am Ende dann nochmal so zurückkommst, wo eigentlich keiner mehr so richtig dran geglaubt hat, dann war das natürlich toll. Durch den Punktgewinn steht Leverkusen in der Gruppe E auf dem begehrten zweiten Platz hinter dem FC Barcelona. Bayern München bleibt trotz der Niederlage Spitzenreiter in der Gruppe F, ist nun allerdings punktgleich mit Olympiakos Piräus.